Hallöchen, meine Lieben, und willkommen zu unserem, wie nennen wir es, Umzugsvlog Teil 1. Staffel 2. Renovierungsvlog Teil 1, Staffel 2. Ja, ihr habt es bestimmt im letzten Video gesehen, wir werden umziehen. Das Ganze kam richtig spontan und ja, wir sind auch ein bisschen überrumpelt. Aber ich werde euch bestimmt da irgendwann noch ein bisschen mehr zu erzählen. Aber wir sind jetzt auf dem Weg zu einem Baumarkt. Denn im neuen Haus werden komplett die Böden ausgetauscht und die Wände sind natürlich jetzt alle weiß. Und wir würden natürlich gerne unseren eigenen Touch da so ein bisschen reinbringen. Und unsere Vermieter, die haben gesagt, wir dürfen gerne beim Boden mitentscheiden und dürfen da halt alles ja, reinbauen, was wir möchten sozusagen. Hauptsache es gefällt uns. Und jetzt schauen wir also nach Fußböden, Laminat und Wandfarbe, was wir uns halt so vorstellen können. Denn morgen haben wir einen Termin mit unseren Vermietern. Und da wollten wir das einmal alles vorschlagen. Und das dann halt dementsprechend auch kaufen, wenn denen das gefällt. Und das alles so zusammenpasst mit unseren Vorstellungen und deren Vorstellungen. Genau, ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Genau, lange Rede, kurzer Sinn. Wir sind jetzt also auf dem Weg. Wir nehmen euch mit. Einfach... weil es mir schon mega interessant ist. Ich liebe sowas auch zu gucken, wenn irgendjemand sein Zuhause designt und einrichtet. Und ich glaube, das ist bestimmt voll interessant für euch. Oh, ist so high, Jan. So. Gucken wir jetzt hier gerade mal. Was hast du gesehen? Nix. Die sind ziemlich teuer hier. Nein, ne? Lauf doch gerade mal, ich habe noch gar nicht gesehen. Die sind auch richtig schön. Ja, gucken mal. Ist auch alles zu. Wir müssen halt schauen, dass es nicht zu holzig wird. Wenn es mit unserem Esstisch auch noch passt. Oh, guck mal, Schatz, der ist im Angebot hier. Der ist im Angebot. Tüt. Die Frau schon wieder natürlich in der Deko-Abteilung. Wir wissen nicht mal, welche Farbe die Wände haben sollen, aber natürlich schaut man schon mal nach Deko, ne? Wer kennt's nicht? Ne? Jetzt schauen wir gerade nach Farbe. Und Lea wünscht sich wieder was mit Glitzer. Und das hier, seht ihr das? Das glitzert richtig toll. Jetzt hat sie ja nur so einen ganz kleinen Hauch von Glitzer drin, aber das hier wäre das ungefähr. Nicht einstecken. Schau mal hier, ich bin total überfahrt, Leute. Ich habe bei unserer Wohnung, wusste ich direkt, wie ich alles haben will. Und jetzt, keine Ahnung, Leute, keine Ahnung, wie ich das alles designen möchte. Ich bin bei uns unzufrieden, aber weiß auch nicht, wie ich es anders haben möchte. So, mal, wir sind in der Gartenabteilung angekommen, denn das wird auch ein neuer Part bei uns. Wir haben ja auch den Garten, einen kleinen. Wollen wir natürlich auch noch ein paar Sachen haben. Zum Beispiel brauchen wir unbedingt einen Zaun und sowas, aber da machen wir uns die kleinste Sorge, aber Spielgerüst, alles brauchen wir. So, meine Lieben, es ist der nächste Tag. Oh Gott, was sehe ich aus? Ich wollte euch ganz fix ein Update geben. Wir haben uns gestern ja schon so ein paar Sachen im Baumarkt angeschaut, da wart ihr ja dabei. Aber nächstes Update, heute ist Mietvertrag Unterschreibtermin. Genau, wir haben gerade schon alle Unterlagen fertig gemacht. Mieter Selbstauskunft und all sowas, ne, Stufe, alles haben wir fertig gemacht. Ja, und auch da nehmen wir euch mit bei dem Part so ein bisschen, ne. Das ist, hier gehört einfach so dazu zu unserer Story. Heute mal gucken, ob wir nachher nach Hause kommen mit unterschriebenem Vertrag oder ob die sich das doch noch anders überlegt haben. So, meine Lieben, ja, wir haben unterschrieben. Es heißt, es ist einfach alles fest, Leute. Wir können das gar nicht glauben. Und ich weiß nicht, ob ihr es schon im Hintergrund seht, aber ja. Oh, wo ist er? Da. Ich bin gerade dabei, den allerersten Umzugskarton zu packen. Die Kinder malen gerade am Esstisch und ich würde sagen, ich nehme euch einfach mal mit. Beim allerersten Karton, den ich packe. Ich habe einen Karton schon zum Teil gepackt. Der steht da jetzt. Das ist für den Flohmarkt. Nächsten Monat ist bei uns so ein riesengroßer XXL-Flohmarkt. Und der lohnt sich immer extrem. Und da wollte ich mich sehr, sehr gerne selber hinstellen und alles verkaufen. Ja, und deswegen schaue ich jetzt schon mal den Spielzeugschrank von den Kids durch. Oh Gott, jetzt bin ich hier fast über meinen Staubsauger gestoßen. Genau, ich schaue gerade den
Spielzeugschrank der Kids durch, denn wir werden im neuen Haus kein Spielzimmer haben oder sowas, sondern das Spielzeug, was hier komplett ist, müssen wir halt auf die Kinder aufteilen. Und da schaue ich jetzt gerade, was nehmen wir mit, was teilen wir wo auf. Ich habe jetzt zwei Umzugskartons hier. Einen für Lia, einen für June. Die werde ich auch beschriften. Wo ich den halt schon mal hier, den Inhalt des Schrankes einsortiere. Ein paar Sachen gibt es einfach. Die sind zum Beispiel nur für June. Ein paar Sachen gibt es nur für Lia. Sachen, die beiden zusammenspielen, kommen alle bei Lia ins Zimmer. Weil Lias Zimmer ist größer. Und ja, es folgt auf jeden Fall noch eine leere Haustour für euch. Und auch eine natürlich dann volle Haustour. Wir nehmen euch also wirklich komplett bei diesem Umzug mit. Außerdem schaue ich jetzt hier gerade auch mal, was wir hier noch brauchen. Diese beiden Bilder zum Beispiel passen, denke ich, farblich nicht mehr in unser Wohnzimmer, weil wir dieses Blau auch nicht mehr haben werden im Wohnzimmer. Genau, aber zur Einrichtung nehmen wir euch natürlich auch mit. Es ist echt schade, dass ich unseren Eingangsbereich gerade neu gemacht habe. Ich glaube, das wisst ihr hier auf YouTube auch noch gar nicht. Also wir haben hier gerade erst lila gestrichen und auch das Regal weggeräumt. Aber das können wir im neuen Haus auch alles machen. Es steht einfach unglaublich viel an. Alle, die umgezogen sind mit Kindern, die wissen das, glaube ich. Ja. Ich schaue jetzt einfach mal, was ich so finde, schon mal für jetzt explizit hier die Kinder. Ja, natürlich müssen wir auch schauen, wie wir das machen mit jetzt. Also der Schrank kommt auf jeden Fall weg. Aber das Bücherregal, das zum Beispiel, denke ich, kommt bei Lia mit rein. Das wissen wir noch nicht ganz genau. Kann auch sein, dass das nachher bei June mit reinkommt. Ja, das weiß ich noch nicht ganz genau. Aber auch Stapelsteine, Puppenwagen, das müssen wir halt alles gucken. Ich denke mal, das kommt alles zu Lia, weil Lias Zimmer, wie gesagt, größer ist. Wir müssen aber auch schauen, wegen dem, das Set muss wahrscheinlich auch weg, weil wir einfach den Platz nicht haben. Aber, naja. Ich werde jetzt auf jeden Fall schon mal den ersten Karton offiziell einpacken mit euch. Was ist hier mit? Das brauchen wir eigentlich. Wir haben noch das Set. Okay. Und das hier auch noch behalten. Ja. Die Türen können ja auch zu June. Die Türen, das ist immer zu mir. Ja, ich packe jetzt erstmal das alles, was wir ins neue Haus nehmen. Wenn das zu dir gehört, kommt das in den anderen Karton, Schatz. Ich mag das zu mir haben. Ja, das kommt dann in den anderen Karton. Pack das mal hier wieder rein, genau, und dann tun wir das gleich in deinen Karton, wenn ich den aufgebaut habe, okay? Das kommt auch zu dir, ne? Mama, das gehört zu mir. Ja, dann kommt das hier bei dir rein. Julia, das kommt hier rein, Schatz. In den Karton schon mal. Mama? Ja. Und das wird aber, das gehört auch mir. Ja, das kannst du auch mal einpacken. Aber das können wir in einen Allgemeinschrank packen, weil ich glaube, das tun wir alles ins Wohnzimmer. Dann können wir da immer zusammen spielen mit, ne? Ja! Tu das aber trotzdem mal da vorne hin. Was ist mit dem Puppenwagen hier? Ja! Jule wollte den hier halten. Den behalten? Ja, Jule? Willst du den behalten? Ja. Dann pack den mal bei Jule in den Kopf, in die Box, bitte. Ja. So, das ist Spaß für die Masse. Gucken, ob die bei dir ins Zimmer kann, ne? Ja. Da, komm. Hey, die passt ja nicht in die Spielecke. Nee, genau. Mama, Mama. Das kann auch bei June rein. Ja. Okay. So, hier. Da, da. Da sind auch meine Sachen einmal rein. Hier sind auch Tiere, die bei June rein können. Das ist echt krass, was man ansammelt, ne? Also wir haben hier diesen Schrank mit diesen Boxen. Ja, ich schau gerade mal. Die anderen Sachen müssen wir auf jeden Fall aussortieren, ne? Das hier für deine Püppi, brauchst du das noch? Ja. Ein Fahrradhelm. Und den Fahrradsitz hier für deine Püppi? Das brauche ich noch. Brauchst du auch noch den Fahrradsitz für deine Püppi? Ja. Dann bring das mal zu deinem, wie heißt das denn nochmal? Karton. Umzugskarton. Hier ist noch ein Pferd, June. Das Pferd kannst du noch in deinen Karton packen. Fleißig am Tapete abkratzen. Vorher. Nachher. Wahnsinn.